Och nö. Ach, nee, komm. Da verschwende ich jetzt keinen Schuss. Den kann ich hier gut um den Tisch herumführen. Der ist doch kein Problem, der Typ. Und ich wette, wenn ich den jetzt nicht verbrannt hätte, dann wäre der jetzt auch aufgestanden. Dass ich in der Zwickmühle wäre. Aber nicht mit mir, nicht mit mir. So, da ich jetzt auf jeden Fall das auch wieder alles aufgeschlossen habe. Ja, eigentlich würde ich jetzt noch gerne da in diesen Raum mit den Hunden gehen. Da konnte ich mir noch nicht umsehen. Ich meine, da konnte man noch was verschieben. Sehen auf jeden Fall auch erstmal, ne? Auf null. Ja, okay, wir haben noch den alten Schlüssel, damit können wir ja auch noch was aufmachen. Irgendwo. Irgendwie, irgendwann. Na. Stimmt. Da oben war dann noch wie ein alter Schlüssel, den ich einsetzen konnte. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das am besten? Jawohl! Das Messer. Sehr gut. Jawohl! Mein Gott. Danke. Das Messer hat's gebracht. Sonst hätte ich jetzt Schaden bekommen. Ich habe sogar noch zwei in Reserve und dann noch eine Blendgranate. Aber nur noch zwei Schrotschüsse. So, aber jetzt kann ich mich wenigstens hier in Ruhe umsehen. So, ich bin genau hier. Konnte ich mir sogar nicht verschieben, ne? Ah, da ist was, da ist was. Ein Dolch. Na gut, ein verbaut, einen bekommen, ist okay. Nur ein Haufen dekorativer Teller. Da ist so, glaube ich, auch noch was darunter. Kann das sein? Auf der anderen Seite? Ja. So, was haben wir da? Pistolenmunition. Jawoll. Ja, doch, das hat sich doch schon ein bisschen gelohnt, sich umzusehen. Ja, kombinieren wir nicht. Und genau, ausgerüstet ist schon gut. Nee, so gar nicht. So, jetzt aber. Gut, die Hunde sind wir hier auch schon mal erstmal los. Und haben da soweit erstmal alles mitgenommen. Da habe ich schon geöffnet, nicht wahr? Ja. Ah. Mann, das kann nicht sein. Der Badezimmer-Zombie hält mir zu viel aus. Achso, ich habe ja gar keine Kerosin. Okay.
Okay, da sind wir da, da sind wir da. Da kommen wir wieder. Oh. Oh, zwei, oh ja, perfekt. Ein Schuss, kurzen Prozess gemacht. Kann man mal machen. Oh, hier ging es auch noch raus. Boah, ne. Oh ne. Oh, verdammte Töne. Es geht da durch, Junge. Das kann nicht wahr sein. Das hat mich jetzt bestimmt Leben gekostet. Ja, toll. Bin ich schon im gelben Bereich. Aber ich habe immer noch keine Heilung benutzt bisher. Kacktöne. Jetzt muss ich überlegen. Rosin können wir da noch nicht nehmen. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann genau. Komme ich dahin und dann eine Etage höher. Ah ja, doch, das müsste dann eigentlich. Zumal da auch wieder eine Tür ist. Die ich mit einem alten Schlüssel öffnen kann. Überlegen nur gerade. Ja, komm, ich nehme mal ein Kraut mit. Kerosin kann ich erstmal nicht auffüllen. Ein Kräutchen. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. So, das ist die obere Etage. Der ist ja noch da. Ah ja, okay, da muss ich hier verstehen. Den einen Raum da erstmal. Wo der leicht ausgetrickst ein Zombie ist. Jetzt genau hier rein. Dann ist da noch eine alte Tür. Einmal aufmachen, genau. Und dann kann ich mir noch ein bisschen Kerosin oder was holen. Was ist denn das hier? Hier wachsen Grundkräuter. Die reichen nur für wenige Anwendungen. Verwenden. Ne, erstmal nicht.
Okay, hier ist ein Balkon. Ein sehr großer. Tür aufgeschlossen. Ausgezeichnet. Ah, okay, hier sind wir. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Ja, das war schon mal eine gute Sache, den Raum da zu öffnen. So, dann gehen wir noch nach unten. Da war ja nämlich noch ein Raum mit Kerosin. Das will ich mir dann auch erstmal schnappen. Ansonsten haben wir jetzt irgendwie gar keine Schlüssel momentan, ne? Irgendwie. Womit wir irgendwie weiterkommen könnten. So, hier Kerosin. Komm, nimm jetzt. Wie viel? Jetzt ist auch hier kein Kerosin mehr, okay. Also für zwei Verbrennungen reicht's noch. Naja. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo anders. Irgendwann noch etwas Kerosin. Ja, komm, dann will ich auf jeden Fall jetzt erstmal speichern, das ist klar. Auf die Karte wollte ich schon mal schauen. Also da, genau, am besten erstmal so alles abklappern. Da wo grün ist, da haben wir schon erstmal alles. Da müssen wir dann eigentlich nicht mehr hin. Die Schlüssel haben wir hier momentan auch nicht. Also wir müssen erstmal schauen, wenn wir noch was nehmen könnten. Nämlich da wo rot ist, wird wohl noch was sein. Na gut, da waren ja noch ein paar Items, die wir vorher nehmen konnten. Aber da hatten wir keinen Platz, bis wir dann noch mal ein bisschen alles durchsuchen, so, da wo es rot ist. Aber erst einmal. So, das kommt da rein. Dann nochmal speichern. So, dann werde ich auf alle Fälle das Fahrrad hier lassen, wieder ein bisschen Platz und so. So, und jetzt, ja, können wir dann noch ein paar Dinge und so nehmen. Beziehungsweise müssen ja erstmal irgendwie woanders hin. Ich glaube, ich komme dann am besten von dem anderen Speicherort hin. Wo muss ich dazu nochmal? Das ist der Raum. Da muss ich eine Etage nach unten. Genau, hier müsste das irgendwie sein. Ja, muss ich auf jeden Fall erstmal eine nach unten. So,
genau. Ich sehe nur mal die Karte. Wie komme ich jetzt am besten dahin? Also eigentlich, ja, da muss ich hier den langen Umweg machen. Ja, passt schon, passt schon. Ja, ist richtig. Ich muss überlegen. Naja, da ist der Badezimmer. Zombie. Habe ich nicht Kerosin? Doch, klar habe ich. Komm. Direkt den mal hier beseitigen. Sehr schön. Erst ein Bad genommen und jetzt ein Feuerbad. So, ja, hier sieht's doch. Ja, hier sieht's gut aus. Genau, dann müsste ich hier durch. Da war ja, da waren nur zwei Sachen, meine ich. Genau, zum einen müsste ich halt erstmal hier. Genau, da liegt's doch. Holz passe partout. Was immer das ist. Prüfen. Aha, aha. Ein Stück Papier klebt an der Seite. Das ist unbeschrieben. Ein unbeschriebenes Blatt Papier. Was soll ich jetzt damit? Wo war ich denn noch nicht? Okay, in dem einen Raum kann ich da noch wohl was nehmen. Da ist noch rot. Genau, hier war das. Die Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihn das Halsband anlegen. Das Objekt, das für Spencer versteckt haben, weil es darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Toleman. Ich verstehe. Aber hier wird mir noch was angezeigt. Also irgendwas kann man hier wohl doch noch nehmen. Aber wo und was? Genau umsehen. Irgendwo hier wird ja wohl noch was sein dann, wenn es hier noch rot ist. Schublade vielleicht oder so. Grammophon. Ja, das interessiert mich nicht. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr.
Ah, Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Das kennen wir ja im Prinzip alles. So, jetzt müsste aber alles sein, oder? Nee, ist immer noch rot, das gibt's doch gar nicht. Interessant. Ich sehe hier einfach nichts. Das ist eigentlich nur so halb auf eine Schublade. Ich hätte gedacht, da ist dann was, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Das wäre das natürlich blöd, wenn hier irgendwo Munition liegt und ich sehe die jetzt nicht. Zumindest ist das gut, dass man weiß, dass hier noch was ist, weil es halt rot blinkt, aber ich sehe halt gerade überhaupt nicht wo. Ja, das ist interessant. Vielleicht hier unter irgendeiner Schublade muss doch irgendwas sein, einfach. Aber ich sehe halt gar nichts. Tja, deswegen gehe ich dann tatsächlich auch wieder. Hilft ja nichts. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, was ich jetzt damit machen kann, mit dem einen Ding da. Hier nämlich. Ich meine, ich konnte damit wie die eine Karte oder so noch erstellen. Genau. Eine Karte von Villa OG1, ja. Alles klar. Aber unsere Karte ist quasi noch erweitert. So, Karte von Villa OG1. Und wieder ein Slot frei, das ist gut. Das hier war ja auch so nicht wahr, ja. Aber hier wird doch auch noch was angezeigt. Also hier irgendwas Rotes noch. Habe ich den hier noch nicht eingesammelt? Ich muss hier verdammt genau umsehen. Das ist ja nur der Kamin. Das ist noch so, scheint hier auch nichts. Hinter dem Bild vielleicht? Nö. Ja, das ist mir manchmal auch ein Rätsel. Wo hier noch was sein soll, obwohl doch alles, so, es wird rot angezeigt und, naja, keine Ahnung. Die scheint, hä, jetzt ist es doch grün auf einmal? Das war vorhin doch rot. Aber da ist tatsächlich immer noch rot. Oder ist das ein Bug? Das ist ein bisschen unschön. Geht sicherlich nicht rein. Ja, so viel Munition haben wir nicht. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Heilung mitnehmen. Andererseits, auf dem Balkon, da sind ja diese Grünkräuter, ne? Da muss ich extra eins mitnehmen. Da war ja so ein Kasten mit Grünkräutern, ich glaube, da nehme ich erstmal die. Dann gehe ich aber auch da lang.
Weil bei der einen Tür, da kann der Griff dann ja gut gehen. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber auf jeden Fall mit der Pfeife können wir jetzt auf dem Balkon wieder was Neues holen. Hier wissen wir schon mal. Ja. So, wo geht's jetzt auf den Balkon? Ja, ich verstehe. Da können wir uns auch quasi direkt heilen. Richtig. Natürlich die Frage, soll ich mich jetzt schon heilen oder erst nachdem ich ihn gerufen habe? Ich weiß nicht. Ich bin ja noch so im gelb-grünlichen Bereich. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Und wenn nicht, dann müssen wir jetzt nicht so viel neu machen. Ich habe die Hundepfeife geblasen, ja. Oh shit! Oh, verdammte Töle. Nein, es sind zwei.